Das Schnellste, was man an einem Tag im Freizeitpark erleben kann, ist ja meistens die Hin- und Rückfahrt. So auch hier. Eine Themenfahrt durch die holsteinische Einöde. Ist wirklich super gelungen. Das Streckenlayout ist überwiegend flach, aber super im Gelände integriert. Die Abfertigung unter aller Sau. Deutsche Bahn. Ahoi Leute, willkommen beim Hanse Rider. Ich bin heute eigentlich mal off-topic hier an der Lübecker Bucht unterwegs, aber wenn ich schon mal da bin, lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, nochmal einen kleinen Abstecher in den weltweit besten Hansa-Park zu machen. 2 Stunden Ride-Time sind auf jeden Fall noch drin. In denen will ich mir den Kopf für die nächste Woche der Plackerei nochmal ordentlich gerade rücken und das geht natürlich am besten mit Inversionen. Zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Mein Ziel sind 100 Überschläge. Das klingt zwar relativ ambitioniert, aber wer das Line-Up im Park kennt, der weiß, dass das nicht unmöglich ist. Ob das aber tatsächlich klappt, das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Los geht's! Aufgrund einer nicht vorhandenen Warteschlange konnte ich gleich 2 Fahrten auf Nessie machen. Und das bedeutet 2 Counts auf meinem Inversionskonto. Nessie hier im Hansapark hat übrigens einen klaren Vorteil gegenüber dem Originalmonster von Loch Ness, und zwar, man kann sie sehen. Der Nachteil ist allerdings, dass Fotos von der Achterbahn nicht wirklich so viel wert sind wie vom Original. Aber man kann ja nicht alles haben. Schnur des Hermann, hüte dich vor dem kleinen. Passend dazu direkt daneben die Schlange von Irmgard. Offiziell läuft da zwar nichts zwischen den beiden, aber ich sag mal so, was in der Offseason passiert, bleibt in der Offseason. Jo, aufgrund einer relativ überschaubaren Queue-Line konnte ich auch auf dem Schwur des Kernern gleich 2 Fahrten absolvieren. Und das bedeutet 2 weitere Counts auf meinem Inversionskonto. Die erste Fahrt war allerdings ein bisschen komisch. Das lag daran, dass aufgrund eines technischen Defekts alle Soundeffekte fehlten. Es gab also weder in der Queue welche noch während des Rides. Die zweite Fahrt war allerdings wieder komplett und man hatte alles, was man sich wünscht. Jo, verantwortlich für den musikalischen Teil des Tages und für eine weitere Inversion auf meinem Konto, der Fluch von Novgo Hard Rock. So langsam gerate ich doch ein bisschen unter Zeitdruck. Ich bräuchte mal so eine Geheimwaffe in Sachen Inversion und ich denke da an ein Katapult. Genau, Kernapulten. Man nehme eine Kriegswaffe und benutze sie für Spaß. Eine Idee, die auf jeden Fall weltweit Schule machen sollte. Ja, das lief jetzt gar nicht mal so gut. Erste Fahrt auf Kernapulten 20 Überschläge. Zweite Fahrt 22 und dritte Fahrt 26.
Damit lag ich bei allen Fahrten tatsächlich weit unter meiner persönlichen Bestleistung von 38 Überschlägen. Mehr sind allerdings nicht möglich, denn meine Ride Time ist abgelaufen, ich muss so langsam Richtung Ausgang. Außerdem dachte ich zwischendurch, mein Deo hätte versagt, allerdings kam der Geruch eher aus den Schulterpolstern und das ist doch ein bisschen eklig. Kommen wir zum Fazit. Jo, nochmal zur Erinnerung, das Ziel waren heute 100 Inversionen in 2 Stunden. Was ist draus geworden? Summa summarum. Wir haben insgesamt 73 Inversionen in knapp über 2 Stunden bei insgesamt 8 Fahrten. Also, Mission failed. Jo, ich verbuche das einfach mal als Niederlage. Ein ordentlicher Grund für eine schöne Selbstgeißelung heute Abend. Um mein Ziel zu erreichen, hätte ich eindeutig weniger Achterbahn fahren müssen, aber mal ganz ehrlich, das ist undenkbar. Danke trotzdem, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Und falls ihr schon abonniert habt, dann wisst ihr ja, ihr seid offiziell Knorke. Ciao.